Hey Leute, willkommen zurück. So, wieder mal ein Video von Final Fantasy 14. Diesmal ist es Agrias, der an der Reihe ist. Nicht unbedingt so ein schwieriger Boss, aber cool. Gehört jetzt auch zum neuen Raid-Kloster von Orbon. Ich muss das immer noch nachlesen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau richtig ausspricht. Aber ja. Ist immer noch von in meiner Seite aus gesehen, Kloster von Orbon, ein sehr, sehr geiler Raid. Und das ist ebenfalls ein ganz cooler Boss. Und einige Sachen, die man beachten muss, sonst kann es ein bisschen schwierig werden. Aber ich denke, für euch sollte das überhaupt kein Problem sein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken von, ja, Agrias, Kloster von Orbon. Ich bin der Zodi. Viel Spaß, Dankeschön. So, los geht's. Am Start sind wir, ja, parat sind wir auch. Agrias, immer noch, genau, Kloster von Orbon, ganz toll, coole Geschichte. Noch 10 Sekunden, dann geht es los. 3, 2. Gut, erste Phase, wie fast bei jedem anderen Boss auch. Nicht allzu schwierig. Schön hinter ihm bleiben. Dann einfach mal alles raushauen, was ihr so habt. Hier ist ebenfalls wichtig die Position bzw. in welcher Gruppe ihr seid. Ich bin momentan in der Gruppe B, also bleibe ich auch in der Nähe dieser Gruppe. Donnerhieb, einfach eine AOE. Hier trifft es ein bisschen jeden. So, da gibt es jetzt diese Aue am Boden. Da muss man reinlaufen und himmlisches Schild verwenden. So, dann kniet man so hin, seht ihr? Gegen sie knien. Blickrichtung gegen sie. Sonst klappt es nicht. So, göttliches Licht. So ein AOE für alle, da sind die Heiler gefragt. Ja. Genau. So einfach in der Nähe von eurer Position bleiben. Wie gesagt, ich bin B, dann bleiben wir auch bei B. So, das ist nicht so schwierig, wenn man genau weiß, wie Flamme der Leuchtung. Läuterung. Sorry. Die AOE haben, weg vom Boss. Die, die sie nicht haben, zum Boss hinlaufen. Das ist immer eine gute Taktik, funktioniert sie. Säuberungsschlag. Entweder, wenn ihr angewählt seid, kommt ihr jetzt in eine andere Welt, sonst bleibt ihr hier. Die andere Teil der Gruppe ist jetzt in einer anderen Welt und muss sich dort rumkämpfen. So. Da muss man reinlaufen, damit man das Zeichen aktiviert bekommt. So, jetzt hat es ein paar erwischt. Diese müsst ihr so schnell wie möglich rausholen. So, falsches Heiligtum. Einfach rausgehen und mit dem Schwertteil da, wo ihr seht, das ich jetzt genau aktiviert habe, mit dem könnt ihr es rausholen, sonst geht das nicht. Genau, weiter rein, göttliches Licht. Wieder die AOE auf alle. Ist ziemlich stark, also die Heiler müssen da schon einiges heilen können. So, ich glaube, jetzt kommt wieder das mit dem Schild. So. Ja, die Akustik ist einfach cool. So, ich glaube, hier habe ich was falsch gemacht. So, hier hat es mich erwischt. Das hatte mit den zwei AOEs zu tun. So, jetzt habe ich es nicht gegen den Boss hin. Vorhin kamen zwei AOEs, die müssen dann voneinander weggehen, nicht zusammenbleiben. Hier wieder das Schild. Einmal reinlaufen, somit aktiviert ihr das Schild. Wieder hinknien, Blickrichtung gegen Boss gerichtet. Dann sollte es eigentlich safe sein. Es gibt noch ein paar, die noch gewisse Schwierigkeiten damit haben. So wie das aussieht. Ja, der ist stark genug. Los, wieder rein.
Hier ist es, muss man es nicht aktivieren, sondern die AOEs, die da jetzt erschienen sind. Die AOEs. Die Ads, sorry. Ich bin nicht mehr so fit. Die AOEs, Schildritter in diesem Fall, die müssen alle weg. Weil der heilige Balken da, der heilige Klingenbalken, der ihr da in der Mitte seht, ich hoffe ihr seht ihn, der darf sich natürlich nicht um 100% füllen, sonst wipe alle tot, könnt ihr gleich nochmal von vorne anfangen. Einfach diese Ads, die müssen weg, nicht AOEs, Ads. So, jede Gruppe hat seinen eigenen, deswegen ABC. Der Mega-Angriff. Cool. Einfach cool, so kommen wir unter 50%. Das heißt, wieder Schild aktivieren, gegen sie gucken, klicken. So, das war's schon. Und einfach weiter ballern. Seht zu, dass ihr immer hinter ihr steht. Ist fast bei jedem Boss das gleiche, aber nicht bei jedem. Aber bei dem jetzt auch hinter ihm stehen. Dann sollte das eigentlich nicht unbedingt ein großes Problem sein. Ich muss das Headset verschieben. So. Ja, einfach alles raushauen, was ihr habt. AOE, wer hat sie? Oh, seht ihr, ich laufe gegen Boss. Gegen den Boss, weil ich es nicht habe. Und die es haben, weg von ihm. So, jetzt erwischt es wieder die andere Gruppe. Schade, ich hätte es euch gerne mal gezeigt, wie es auch auf der anderen Seite so aussieht. Ja. Wieder das gleiche, ins Schwert Feld da reingehen, um es aktivieren zu können. Diesmal hat es mich erwischt. Dieses Mal hat es mich erwischt. Jetzt muss ich warten, bis mich da einer rausholt. So. Ihr habt eigentlich genügend Zeit, sollte kein Problem sein. Ihr müsst es da nicht. Weiß nicht, wie stressen. So. Die anderen sollten jetzt langsam wieder nach vorne kommen, die andere Gruppe. Das war jetzt eine AOE. Ich habe jetzt nicht gesehen, welches es ist. So, jetzt habe ich die AOE auf meinem Kopf. Ich mache da genau einen großen Fehler. Ich hätte da... Doch, war gut, sorry. Nee, war eben nicht gut. Ich hätte weglaufen müssen. Also, ich muss es auch manchmal zeigen, wie man es eben nicht macht, oder? Donnerhieb. Ja. Was war das? Das war, glaube ich, für den Tank gefährlich. Genau. Eine AOE. Bam. Heiler gefragt. In dem Fall haben wir einen Astronom und einen Gelehrten. Ich finde den Weißmeiger immer noch am besten zum Heilen. Klinge des Urteils. Wieder rein. Klicken. Gegen ihn schauen. Damit ihr einen Schutz habt. So, wie ihr seht, ist nicht allzu schwierig, einfach das mit dem Schild müsst ihr wissen, hinter ihm stehen und so weiter. Ja, genau. So, und das war es dann auch schon. Das war der Boss, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, coole Szenen, nicht allzu schwer, nicht so wie... Zum Beispiel auch bei Ultima. Ultima ist schon ein bisschen happiger in meinem anderen Video. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dieser Erklärung sollte es eigentlich kein großes Problem sein. Ich bin der Zodi. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video.